Wir haben heute Abend Arbeitskreis Grenzinformation und die Landeszentrale zusammen auch mit Unterstützung der Stadt Bad Soden-Allendorf zu diesem Abend eingeladen mit Stefan Kraftschick, zu dem ich dann gleich mehr sagen werde. Ich kann Ihnen versprechen, es wird ein sehr nachdenklicher, aber auch klingender Abend, der nachklingen wird im doppelten Sinn der Bedeutung. Und da darf ich Ihnen viel Vergnügen und auch ja, offene Ohren zu wünschen. Und darf Herrn Hartmann, ich habe Ihren Namen doch heute, Herr Hartmann. Die Leute so schnell. Genau. Wir kennen das Wort geben, der dem Herrn Huske jetzt heute. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier heute Abend zu unserer Veranstaltung mit Stefan Kraftschick, dem einen oder anderen bekannt. Die Vita ist, eigentlich brauche ich nicht viel zu sagen, er ist als Bürgerrechtler in der DDR 1988 ausgewiesen worden. Ein paar Geschichten sind mir auch nur bekannt. Ich denke mal, ich freue mich genauso hoffentlich wie Sie auf das, was uns hier erwartet. Ich soll die herzlichsten Grüße von unserem Vorstand übermitteln, dass Sie gekommen sind heute Abend. Den Spielstand, den aktuellen beim Fußball, der ist also 2:0. Für die, die es interessiert, das ist ja mal sehr normal. Für Deutschland natürlich. Also das nur als kleine Vorweginformation, um unruhige Geister zu beruhigen, die also jetzt den Drang haben, nach Hause zu gehen. Nein, es ist natürlich schade, dass das jetzt zusammengefallen ist. Trotzdem herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, Minister Boddenberg und Herr Konrad, dass Sie dieser Veranstaltung beiwohnen. Ich wünsche uns einen schönen Verlauf und einen spannenden und interessanten Abend, der bestimmt auch für Ihre Ausstellung Frau Eberts zum Nachdenken anregen wird. Dankeschön. Aber ich will auch ganz besonders dankbar sein, dass ich Sie heute Abend kurz kennenlernen darf. Der Stefan Kraftschick, aus mehreren Gründen würde ich gerne den ganzen Abend mit Ihnen verbringen. Zum einen weiß man ein wenig von Ihnen, auch als Wessi. Aber Sie gehören ja auch zu denen, die vieles auf sich geladen und genommen haben, um diesem System, dieser Diktatur ein wenig die Stirn zu bieten. Am Ende sind Sie belohnt worden mit einer späten Ausreise, das apostrophiere ich. Aber Sie haben, wie ich finde, einen Markstein gesetzt mit vielen anderen Künstlern, die sich ebenfalls im Rahmen der Möglichkeiten gegen dieses System gestellt haben. Die kurzen 100 Jahre der Mauer, warum habe ich das Programm so genannt? Nicht nur, weil das der Honecker, dieser Tölpel, gesagt hat, sondern weil auch ich nicht der Ansicht war, noch kurz vorher, dass dieses Bauwerk irgendwann seinen Geist aufgeben könnte. Für mich war die Mauer von beiden Seiten undurchdringlich, erst von der Ostseite natürlich. Ich hätte Kompromisse machen müssen, da hätte ich vielleicht auch mal in den Westen fahren können und so weiter. Das war ja eins der Ködermittel, was die Oberen ausgeworfen haben, um die Künstler bei Laune, aber auch an der Leine zu halten. Und als ich dann in den Westen musste, ich hatte die Wahl zwischen 12 Jahren Gefängnis oder Ausreise in den Westen, da hatte ich Transitverbot. Also mir wurde immer gesagt, ach, Herr Kraftschick, Ihre Durchreise durch das Gebiet der DDR ist nicht erwünscht. Also nicht mit so einer Freundlichkeit. Und muss ich aber immer lachen. Das war immer in Sächsisch, als wäre Sächsisch die Amtssprache der DDR gewesen. Und da weiß ich noch, da bin ich einmal in Berlin rangefahren an diesen Grenzübergang. Ich wollte es einfach, das war immer mit einem riesen Aufwand verbunden. Ich musste nach Hannover fliegen, mein Auto musste überführt werden, wenn ich in Westdeutschland gespielt habe. Und so weiter. Und da bin ich also an die West-Berliner Grenze bei Stolpe dahin gefahren. Da wurde das wieder gesagt. Und da habe ich dann das Auto so, ich sollte da irgendwo rausfahren, habe den Lenkrad so rumgerissen und mit dem Kotflügel so ein bisschen von diesem Transportband abgeräumt. So ungefähr 1 Meter von diesem Förderband abgeräumt. Dann war im Auto war nichts, aber das war halt kaputt. Und die waren froh, dass ich wieder weg war. Die haben nichts gemacht. Ich konnte wegfahren und. Dann irgendwann, als ich dann am 2. Dezember 1989 das erste Mal wieder in die DDR einreisen durfte, da kam so ein junger Offizier an mein Auto, schon vorher, bevor ich an diesem Posten war, und hielt sein Händchen ans Mützchen und sagte, ach, schön, Herr Kraftschick, dass Sie wieder da sind. Innerhalb kurzer Zeit, über Nacht, haben sich eben die Geister gewendet. Und an dieses Heute, wo das passiert ist, versuche ich mich immer zu erinnern. Was war das für ein Moment? Ich habe es schon literarisch festgehalten. Aber gut, die Literatur ist eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Man muss aber aufpassen, dass man dass die Emotionen nicht verlassen, die mit diesen Ereignissen, die man beschreibt, eben zusammenhängen. Die Mauer, die war ja nicht nur zwischen den beiden Deutschländern. Man hat die Mauer ja als DDR-Bürger
auch empfunden, wenn man außerhalb von der DDR gewesen ist. Also nicht nur, dass man jetzt nicht diese Landesgrenze von Ungarn ins westliche Ausland überwinden konnte, so, sondern auch in den befreundeten sozialistischen Ländern, da hat man es ja zu spüren gekriegt, woher man gekommen ist. Diese Mauer im Kopf, die einen doch dann auch so klein gemacht hat, wie wir dann endlich das Westgeld hatten. Da sind wir hinübergefahren, wo wir schon oft waren, aber noch nie so. Sonst haben wir immer draußen stehen müssen. Und die mit ihrem Westgeld, die sind an uns vorbei und die haben reservierte Tische und wir mussten wie die Hunde draußen bleiben. Ein Scheißgefühl. Ja, wir hatten doch nur die 30 Mark. Ne, mehr hatten wir doch nie. Wenn du da einmal gefeiert hast, da warst du deine Etat für 3 Tage los. Da konntest du dich nicht mal schön auf den Bund einsetzen und das Sound mal rauslassen. Immer nur ans Geld denken. Und die mit ihrem Westgeld, die trinken, die saufen und grillen und wir stehen draußen in Prag vor dem Fleck. Eine lange Schlange mit Ostgeld in der Tasche. Und ich mit meinen Kumpels ganz hinten. Aber grillen haben wir die bis ganz hinten gehört. Wir sind uns vorgekommen wie der letzte Dreck mit unserem Geld. Kannst du deine Würde verlieren? Aber wir haben unsere Würde nicht verloren. Und wie wir dann endlich das Westgeld hatten, da haben wir gezeigt, was wir die Würde noch haben. Wir haben die Sau rausgelassen. Aber sie ist doch die Sau. Die Säue. Alle Säue, die 40 Jahre eingesperrt wurden, haben wir rausgelassen. Aber richtig. Und für welchen Geld. Ich bin angekommen im Mauern. Ich bin angekommen im Jammertal der Welt. Das wär nicht so gekommen mit ein bisschen Geld. Für eine kleine Wohnung und ein bisschen Sonne. Für ein bisschen Schonung und eine Badewanne. Leider ging's an mir vorbei und nun bin ich völlig frei. Bleib mir bitte schön vom Leib, ich hab gar nicht außer Zeit. Meine Katastrophe hat mich aufgezehrt. Erst bin ich gefallen, dann bin ich gestrauchelt. Meine ganzen Schnallen haben mich verschaukelt. Irgendwann bin ich so doof, dass ich mich in der Welt verlof. Alle stellen sich vor mir an, doch ich stehe ganz hinten dran. Uraufgeführt worden in der Kirche seit 1985, hatte ich ja Berufsverbot, bin dann in Kirchen aufgetreten und
was für diese Zeit damals ein Novum war, oder was heißt für diese Zeit, kurze Zeit später war es ja vorbei, aber es kam immer nicht so weit, dass diese oppositionellen Sänger dann in irgendeiner Weise die Möglichkeit hatten, vor einem größeren Publikum zu wirken. Die haben meistens dann zu Hause gesessen, der Biermann zum Beispiel, der saß zu Hause. Und dieser Schritt dann an die Öffentlichkeit, der war auch erst Mitte der 80er Jahre möglich geworden. Das wäre vorher gar nicht gegangen. Manchmal hatte ich den Eindruck, die wollten ihren liebsten operativen Vorgang nicht mehr aus der Hand geben. Ich hatte ja versucht, mit dem Brecht-Programm, zu dem ich nachher noch was sagen werde, meine Zulassung wieder zu erwerben, ein Programm, wo nicht ein einziger Text von mir war, sondern alles von Bertolt Brecht, das wurde ja auch geerdet. Ne? Und dann hatte ich halt 1987, das war das letzte Programm, wusste ich damals noch nicht. Und der Titelsong, der heißt Widerstehen, und dieses Titellied, dem Lied hat man damals noch gesagt, nicht Song, und dieses Lied, das wurde vor einiger Zeit von zwei Schülerinnen, das ist vielleicht ein Jahr her, von zwei Schülerinnen in Bayern, Abiturientinnen, wurde der Text analysiert im Deutschunterricht. Haben sich das rausgesucht und fand ich ja schön. Haben sie mir eine E-Mail geschickt, wie das Lied zu verstehen sei. Also die ersten beiden Strophen könnten sie gut verstehen. Die gehen so, lang genug auf Eis gelegen, lang genug umsonst geheult, muss die starren Glieder regen, ehe der Frost ins Herz sich beult. Hoffnung kommt nicht vor der Trauer, Rettung kommt von Ohnmacht nicht, Leben ist von kurzer Dauer, keine Zeit mehr für Verzicht. Diese beiden ersten Strophen sind leicht in dieses Spannungsfeld zu stellen, wo sich ein Mensch äußert zu einem Leben, was schwer zu ertragen ist, also wo er sich begrenzt fühlt. Ne? Die dritte Strophe aber, da wussten die beiden Abiturientinnen nichts damit anzufangen, und die ist folgendermaßen: In den Wirren deiner Strähnen muss ich dir nicht widerstehen. Abgestürzt vom Rand der Tränen kann ich in dir untergehen. Da habe ich mich lange gefragt, warum verstehen die denn das nicht? Ist doch eindeutig, der Kämpfer will sich oben am Busen mit seiner Frau erholen. Ne? Nee, das haben die nicht verstanden, weil für die ist eben dieser Widerständler, dieser Bürgerrechtler, der Protestsänger, das ist gewissermaßen ein zweidimensionaler Mensch, und so erfahren sie das ja auch in der Regel, zweidimensional. Aber die dritte Dimension der Tiefe, die ihn dann zum beseelten Wesen macht, zum Menschen, die hat sich gar nicht vermittelt. Da wurde ich sehr traurig, kann man sich ja vorstellen. Hab die beiden ganz lieb geantwortet, und dann haben sie mir freudig geantwortet: Ach so, na klar, warum sind wir da nicht selbst drauf gekommen? Ne? Also wieder ein Schritt zum Verständnis ist gelungen. Widerstehen. Hoffnung kommt nicht vor der Trauer, Rettung kommt von Ohnmacht nicht. Leben ist von kurzer Dauer, keine Zeit mehr für Verzicht. Leben ist von kurzer Dauer, keine Zeit mehr für Verzicht.